Der große Gatsby macht sich auf den Weg und kehrt in die Nöchlinger Volksschule ein. Erstmals veröffentlicht wurde die Geschichte 1925 und gilt heute als einer der wichtigsten amerikanischen Romane dieser Epoche. Der Jay Gatsby ist ein Scheinmillionär und keiner weiß wirklich, wie er zu seinem Geld gekommen ist. Auf illegale Weise oder auf legale Weise weiß keiner, nur dass er halt wirklich ein Gentleman spielen kann. Und er spielt es wirklich gut und sein großes Ziel ist, das Herz von der Daisy wirklich zu gewinnen, dass er wirklich ein schönes Leben mit ihr führen kann. Aber da funkt halt der Mann von der Daisy dazwischen, der Tom Buchanan. Und wenn sowas passiert, dann fällt Gatsby schnell aus der Rolle des Gentlemans. Irgendwie ausmalen, könnte das jemals ändern? Ein Mädchen wie Daisy... Verhindern Sie die Kamera! Durch die unvergängliche Liebe zu Daisy steht der Selfmade-Milliardär permanent unter Druck, in der Hoffnung, seiner Herzensdame eine perfekte Welt zu schaffen. Daisy Buchanan ist die große Liebe von Jay Gatsby. Sie lebt auf der anderen Seite der Bucht, also gegenüber von ihm. Und sie haben sie vor 5 Jahren kennengelernt und lieben sich noch immer. Oder auch nicht, das findet man dann im Stück heraus. Wilde Partys werden gefeiert und literweise Martini baut so manch eine Beziehung auf. Als einzig geladener Gast und stets an Gatsbys Seite ist sein Nachbar Nick. Also meine Rolle ist eben der Nick Carraway, der Nachbar von Gatsby. Ich bin ein ziemlich zurückhaltender Mensch, würde ich sagen. Und es ist einfach so, dass er sich kein Urteil oder kein voreiliges Urteil über andere Leute fällt. Und er ist so der Beobachter im Stück und er kriegt alle Szenen mit und ja, der Gatsby, also es entwickelt sich irgendwie eine Freundschaft zum Gatsby. Ja, wenn er Detroit für eine kleine Stadt hält, dann kann er uns gestohlen bleiben. Bei uns im Dorf, im Ort sind die Jungen einfach von klar auf mitgewachsen mit den Theatergeschichten. Es gibt bei uns ein Kindertheater und so ist es eigentlich dann naheliegend, dass die Jugendlichen dann auch Theater machen. Und das freut uns sehr, dass wir auch sehr viele männliche Theaterspieler haben, weil sehr viele klagen immer, es gibt zu wenig Männer im Theater. Bei uns nicht. Bei uns wächst man damit auf. Es ist ganz normal, dass man sich schminken lässt und auf der Bühne steht. Also ist wirklich super. Gatsby ist ja eigentlich ein sehr dramatisches und tief trauriges Stück und es hat irgendwie zu unserer, also wir haben eine Band in Amstetten, die heißt Swan und es hat vom Vibe her irgendwie passt. Also es ist auch immer sehr, teilweise sehr schwer, melancholische Lieder, das sehr gut auch zum Stück passt. Und dann haben wir sich gedacht, okay, schaffen wir das, dass wir da irgendwie Stücke von uns einbauen und es hat irgendwie gut funktioniert und dann sind wir in der Besetzung mit Klavier, Bass und Gesang. Haben wir das dann probiert und es hat eigentlich gut funktioniert. Wir haben Spezialeffekte gebaut. Es ist jeder im Fokus. Wenn irgendeine besondere, weiß nicht, der Kuss oder irgendwas, wird einfach rausgeholt in dem Stück. Es ist nicht immer die ganze Fläche von der Bühne beleuchtet, sondern es werden Punkte rausgeholt für, okay, dass das Auge halt mitleben kann. Der Traum der großen Liebe platzt spätestens, als Wilsons Frau durch einen Autounfall stirbt. Am Steuer saß zwar Daisy, die Schuld jedoch schrieb sich Gatsby ganz alleine zu. Ich spiele in George Wilson, das ist der Automechaniker von Tom Buchanan, von einem Hauptdarsteller, der ganz hässlich betrogen wird von eigentlich der ganzen reichen Sippe und am Schluss dann in Gatsby ermordet, weil er glaubt, dass er seine Frau ermordet hat, was eigentlich gar nicht stimmt. Gatsby ist der Wilson auch ein großes Opfer in der ganzen Geschichte. Man kann uns sehr gerne schreiben auf Instagram, auf Facebook. Wir sind im Internet vertreten unter www.theater-nöchling.at. Ja, und Ideen für die nächsten Stücke sind eigentlich schon teilweise sehr konkret. Aber nur nicht so konkret, dass wir es veröffentlichen. Für Kurzentschlossene gespielt wird noch von 16. bis 18. August.